Hallo und willkommen zurück zum Monster Hunter Welt. Wo wir jetzt eine neue Quest bekannt machen. Eine Event-Quest. Auf der Seite, oder? Ja. Gehen wir da hin. Fünf Monster. Drei mit Wasserschwäche. Ah ja, hab ich schon. Okay, ich lande irgendwo anscheinend. Keine Ahnung, wie du bist. Ja. Hä? Oh, okay. Okay, anscheinend sollen wir die Kolo machen. So wie die Kamera dahin gezeigt hat. Hallo Kolo. Geht einfach nochmal weiter. Ja, ich hoffe, er ist bald. Ich weiß nicht, unter Umständen habe ich ihn Ketten gestunt gehabt oder so. Okay, die Chance ist ja da mit dem Hammer. Er ist bereit zu gehen. Gucken wir, wer ihn davor zählt. Hammer. Hab ich umgeworfen. Er ist tot. Krass. Er ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, Kudo-Teile brauche ich sogar noch. Aber ist ein bisschen doof, dass man die Kiste noch nicht innerhalb der Quest lernen kann. Und die wird wahrscheinlich wieder komplett voll sein am Ende. Ich glaube, das ist unser nächster Gegner. Einfach komplettes Demolition. Oh, habe ich Gift in dem Hammer anscheinend. Also ich habe ein Giftschwert. Also achso, du hast Gift. Keine Ahnung, er giftet auf jeden Fall aus seinem Maul. Nein, dein Ding sieht tatsächlich wie ein giftiger Kaktus aus. Das würde mich nicht... Es hat irgendein besonderes Ticket gekostet, also hat nicht wirklich Monster-relatedes Ding. War ein Werkstattbau. Ist ja. Es gibt irgendwie mehrere von solchen Werkstattbauen. Geht heim. Er ist einfach schon am Humpel. Wir machen die ja richtig fertig. Schon irgendwie angenehm, muss ich sagen. Weißt du, wo er hingeht oder wie? Ganz unten. 9. Also soll ich jetzt teleportieren oder? Wie du willst, kannst du auch hinterherlaufen. Hast du nur so auf die Karte geschaut? Er geht zur 9 runter, habe ich gesagt. Wesentlich schneller bin ich so jetzt auch nicht. Also ich sehe einen Humpel. Dummes Wasser.
Ich sehe, er gibt sich ein Schlammbad. Hier ist gar kein Monster. Hey, ja, im Wasser. Beziehungsweise im Schlamm. Was? Ich sehe hier nichts, nur ungewöhnlich aussehenden Stein. Haha, du willst wohl, du. Oh, Leute. Ah, stimmt, schleifen könnte ich auch mal wieder. Ein Hammer? Macht das gar keinen Sinn? Ja, natürlich den Hammer schleifen. Also wieder scharf werden. Jetzt kommt Fischi. Hm? Weiß nicht, ist er aber auf dem Weg zu uns? Nein. Ich weiß nicht, wo Fischi ist. Ich bin auf dem Weg zu ihm. Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt, aber ich denke mal dort, wo er ist. Ja gut, das ist natürlich eine Art, eine Sache, die man annehmen kann. Also nehmen wir das doch noch mit Machtsamen. Ah ja, du hast recht, da steht er. Da steht Fischi. Seht ihr das Zeug auf Charakter? Deine Ausdauer blau ist, gib mir Bescheid. Was blau? Nee, ist er nicht. Ich war bislang nicht in seinem Schlammzeug. Hier, ich hab die Null gehabt. Irgendwas wurde abgebrochen. Jetzt nimm halt das Gelbe! Darf doch wohl nicht wahr sein. Dass er immer das andere greifen will. Warum hat das nicht höhere Priority oder so? Jetzt welche Teile haben will, wenn ich eh schon eins habe. Der wälzelt sich da in seinem Schlamm. Einen Jarmontite. Und noch einen Jarmontite. Verwechselst du das gerade mit irgendwas? Hm, was? Was willst du von mir? Ich glaube, du verwechselst das. Was? Verstehe ich nicht.
Ja, du hast Drummond halt gesagt, dann bin ich aber Paul. Hä? Warte mal, wie genau heißt der da nochmal? Der fängt aber auch mit J an. Juratodus. Was weiß ich. Jetzt mein Jormund-Teil, ja. So genauso Ichigo. Ach, kleine Viecher haben mich in einen Kampf gezwungen. Jetzt kann ich nicht teleportieren. Achso, du wolltest teleportieren. Ja. Dann schleifen wir mal den Hammer. Dann das nächste Ziel. Ja, glaube ich. Aber WTF, die kommen sogar hierher. Na gut, dass du mir das sagst. Dann bleibe ich beim X. Das X markiert die Stelle. Das stimmt. Da möchte sie hingehen. Hallo, Pups. Oh, Götterkäfer. Fährt jetzt nur Flora mit. Schlafkraut. Schlafkraut. Oh, da ist ja schon. So, auf den Kopf! Der Kopf ist jetzt woanders. Ja, das stimmt. Auf den Kopf! Ich mach den Kopf, du machst den Spaß. Dann ist am Ende hoffentlich alles gebrochen. Ja, Garantie. Okay. Ich hab sie anscheinend umgenockt. Ja. Ja, mit viel Betäubungskraft zu spielen, das hat auch Vorteile. Okay, da feuert sie. Das ist allen Rohren. Okay, sie ist betäubt. Auf den Kopf! Okay, der Schwanz ist ab, das gefällt mir. Den nehme ich gleich mit. Werden sie mich jetzt nicht anspucken, wenn sie betäubt? Kann sie gar nicht. Also, auf den Kopf! Hat sie jetzt noch nicht weggehauen oder so? Okay, das ist geflogen, aber das war noch nicht wirklich genug. Ah, da hat sie schon wieder einen toten Kopf. Nein! Oh Mann. Kann die einfach nur fliegen? Das erlaubt die sich. Was denkst du, wie sie ist? Ah, die geht ins Nest. Waren wir überhaupt hier? Nee. Ich schon, du nicht. Ach so. Stimmt, du hast dich ja da einmal hin teleportiert. Also, F. F, 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 F. Aber du hast nicht so viel mitgenommen. Und noch einiges drin. Oh, Skelett. Wenn Knochen, glaube ich, gar nicht mal Mangel ist. Na egal. Kann die Line sagen dazu. Hallo Kopf! So, erstmal Knochen durch. Die dann erdlich da liegt.
Warte mal, 5? Was? Oh. Ja, es sind 5 Monster. Der ist auch noch da. Jedes Monster, was in diesem Gebiet abchillt. Einmal das Gebiet komplett ausrosten quasi. Jetzt nehme ich nur die Knochen mit, wenn ich schon hier bin. Mach ich die Kiste leer. Also M. Dann gehen wir jetzt zum nordöstlichen Lager. So, dann sliden wir mal hier runter. Du bist da nicht vorbeigerannt, Dennis. Ja, der ist ja so klein ist er dann auch wieder nicht. Okay, jetzt dir. Auf den Schädel! Okay, gut, hingeflollen. Mehr auf den Schädel. Greif ihn an. Ja. Okay, dann habe ich noch Aufsteigen und Plündern. Okay, ich bin gesandt. Ich bleibe nichts kann. Okay, ich glaube Einhorn. Ja, Einhorn ist weg. Können wir mal schärfen. Das hier mitnehmen. Also. Ey, der war schon tot, okay. Ja, ich habe ihn nur angepiekst. Ich wollte eigentlich den Sprungangriff machen. Ich piekse und dann hochgehe. Was Prioritäten? Ich kann den glaube ich gar nicht mitnehmen, weil ich voll bin. Ich habe doch eh schon genug von dem. Wieso bin ich nicht voll? Keine Ahnung. Okay, das hat reingepasst. Anscheinend habe ich schon irgendwas von ihm daheim. Das ist zu viel merkwürdigen Kram. Öffne das Erz weg.
Ja, davon, dass Materialien folgen, daran denke ich jetzt nicht so. Passiert doch eher selten. Was eigentlich auch sein sollte. Ressourcenzentrale, okay. Dann gehen wir zur Ressourcenzentrale. Hey. Da 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 da. Das erinnert mich. Was? Ich wollte eigentlich die Missionszeit angucken. Ah, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist. Slim, oh, mein Handy hier. 22. Gar nicht so spät eigentlich, aber ich. Das da. War früh wach. Das. Na toll, das. Der auch nicht. Den auch nicht. Der. Den auch nicht. Ich will Wally. Haben wir die andere Quest noch in dem Part? Oder hat das jetzt eh lange genug gedauert? Hat die andere Quest auch so viel Monster? Oh, den kann ich machen. So, meine Hämmer. Da. So. Also, wir sind bei 22. Dann machen wir die dann auf den. Können wir nämlich Dekoration. Was morgen? Ja, oder nachher. Irgendwas muss mich dann aufwecken vorher. Du Einschläfer, du. Okay. Versammlungsstätte. Warum ich da? Du bist zurück? Ja, keine Ahnung, was dich aufweckt. Ah, nee, nicht das da. Event Quest. Dreifache Bedrohung. Ach, Spezialarena ist das. Dreifache Bedrohung. Objekte verwalten. Gut. Ah ja, die Spezialarena ist das, okay. Kämpfen wir jetzt gegen drei Stück auf einmal. Ja, bringen wir mal. Der Kyros hat sogar Kumpel mitgebracht. Aktuell sehe ich. Ah, jetzt sehe ich alle drei.
Hallo, ja, der hat sogar Leute dabei. Wir spawnen wahrscheinlich auch. Ist das nicht nah genug? Schade. Ach, der wird schon sein drin. Der bricht sich den Schlägen, der ist blöd. Mir gefällt es nicht, dass der Arme da oben ganz alleine ist. Und wir zusammen mit den anderen eine Party feiern. Ach, willst du ihn runterholen? Ich glaube, die anderen kommen hoch. So wie das auch schon. Das ist alle aktiv. Okay, ich treffe die, glaube ich, beide, so wie ich gerade schlage. Au! Er hat eine Explosionspest oder so? Hab ich aber einen Wurm gemacht. Der Dodo kann das, glaube ich. Leider ja, aber ich wusste nicht, dass ich es habe. Spawnt der eigentlich neu oder haben die wirklich überlebt? Hier sind, denke ich, neu gespawnt, aber halt hinter mir. Also ich hab's jetzt nicht spawnen sehen. Oh nein, ich wollte mich an den anderen hängen. Er ist noch gelb. Ja, das Problem kennt man wohl. So meinst du? Der ist jetzt auch wieder gelb. Ah, so, okay, jetzt schauen wir mal wieder in die falsche. Oh, warum nicht? Aber kann man die nah genug aneinander zu kriegen. Schnell genug ist, stellt sie die Falle auf. Hast du den anderen auch schon gelootet oder? Den ersten? Nö, den Großjagers habe ich verpasst, der ist auch nicht mehr da. Oh, okay. Da hinten sind zwei Fallen nebeneinander, falls du. Das ist ja nervig. Wenn er tot ist, kann er nicht nerven.
vielleicht jetzt ein bisschen viel Force, aber ich wollte nicht noch weiterfahren. Gut. Nehmen wir alles mit. Dann nehmen wir alles mit. Und dann nehmen wir da auch alles mit. So. Mein Süßer. Das da düngen. Beschleuniger. Ja, süß, ja. F. Schwingt er. Da bist du ja, Fünfer. Ausrüstung verbessern. Okay, das kann ich nicht, das auch nicht. Das auch nicht, das auch nicht. Das auch nicht. Ah, gut. Was kommt dann als nächstes? Na gut. Willst du denn überhaupt weitermachen? An sich? Ja, schon. Ich stehe auf oder so. Ich richte gerade meine Dekos ein für meine Basil Beta-Rüstung. Okay. Bringen die einzelnen Rüstungsteile verschiedene Dinge? Ja, tun sie. Oh, Stöpsel 2. Warte mal, der hat
Also ein Zweier, der hat einen, der hat einen Dreier und einen mehr. Das ist zwei, okay. Das ist auch beides zwei. Der hat keine Demo-Chance, der hat keine Demo-Chance. Warte mal, welche Stufe von Ausstöpseln habe ich? Gerade. 4. Das würde nicht an Aufstöpsel verhindern. Das würde auch nichts an Ausstöpsel verhindern. Das würde eine Veränderung an Ausstöpsel erfüllen. Ich denke, ich bin fertig. Dann würde ich den weggeben. Ich würde nur gern mehr trinken. Okay, dann nehme ich alles Beta, außer die Armschienen. Den nehme ich Alpha, damit ich nochmal Ausstöpsel kriege. Du verstehst. Ja. Ich bin Full Beta, aber ich habe einfach einen Slot ausstöpselt. Ja, das habe ich ja nicht. Ja. Aber meine Katze, die muss sich aus. Okay, habe ich denn noch mehr Felsenfest? Ist so stark. Was wo das hier noch? Knochen. Nein, ich habe einfach kein weiteres Felsenfest, das ist echt ein bisschen schade. Ausstöpsel 5, Energie 3, Betäubungswiderstand 2. Den könnte ich wahrscheinlich noch erhöhen, wenn ich wirklich wollen würde. Was kann denn der Gigante? Er benutzt kein Element. Er haut einfach nur hart zu und hat nachwachsende Stacheln, die, wenn wir sie nicht rechtzeitig zerstören, so hart werden, dass wir abprallen die ganze Zeit. Betäubungswiderstand, das ist das mit den Sternchen gewesen, oder? Ja. Okay. Oh scheiße, ich habe keinen Betäubungswiderstand eingepackt. Ich habe dummerweise halt kein weiteres Felsenfest-Juwel, also kann ich nicht noch mehr davon haben. Vielleicht ein bisschen schade. Dieser scheiß Pugi, lass mich an die Kiste! Jetzt muss ich ernsthaft zur anderen Kiste laufen. Unfassbar. Ich habe Verteidigungsboost in meinem Amulett. Vielleicht wechsle ich es zum anderen Amulett. Also Talisman. Kann man den aber überhaupt schon auf Stufe 3 haben zu dem Zeitpunkt. Aber wenn ich mit betäubt werden spiele, dann ist es so ungewohnt. Egal, ich kann ihn dort schon nicht. Wo war das? Ich probiere es mal ohne. Im Zweifel wechsle ich später aus. Jetzt blöd. Also mein Schwert ist das gleiche, das ich letztes Mal schon benutzt habe für die Pink Radia. Wobei es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eins zu gut war. Bin mir nicht sicher, ob ich es verbessern darf. Ich schau mal in der Schmiede rein. Ja, zumindest habe ich ältesten Segel. Ich bin nicht sicher, wie wichtig das gegen den ist, wenn ich ehrlich bin. Null Ahnung. Jetzt komplett blöd. Wo ist denn jetzt verschlingen? Meine Waffe wird von Drache zu. Also warte, da unten. Ja, Xenon. Ja, das ist anderen. Natürlich nicht. Bleibe ich so weit. Fest. Geh halt. Aktuell zweimal halt. Könnte hier theoretisch auch halt rein.
Vormachtklinge könnte ich aber vielleicht craften. Falls ich das schon darf. Okay, Ohrstöpselresistenz. Oder den Drachenknochenstecher. Der wäre doch vielleicht erlaubt. Halt, Geologie-Warte. Halt. Was da? Geruch, Schleich, Eisen. Vormachtklinge braucht Münzen. Der Schlinge. Achso, der war gelb. Ja, die Molo kann man streng genommen ja eigentlich schon mit. Was nützt dagegen, wenn ich eine Dämonio-Waffe benutze, oder? Ja, von mir aus. Weiß nicht, wo das Problem ist. Habe ich doch selber schon gebaut. Ich habe die nie gecraftet. Die hat minus Crit-Chance. Die wollen nicht, dass ich critte. Schon gemein. Die ist halt ein Stück stärker. Ein ganz schönes Stück stärker. Okay, die reinen Angriffskraft. Ja, 300 Unterschied. Lebenskraft ist gut, oder? Besseres ältestes. Ja, ist mehr HP. Ich weiß nicht, müsste man mal ausrechnen, wie viel Verteidigung. So, ich habe auch immer noch den vollen Set-Bonus, wenn ich mir richtig in seiner. Kämpfe ich mit der Dämonio-Waffe. Warum nicht? Die sieht weird aus. Ach so. Die Alpha- und Beta-Rüstung gelten quasi trotzdem. Also ich habe jetzt nicht vier, sondern trotzdem fünf Teile für den Bonus. Ja, okay. Ja, genau. Okay, dann kommt es also vor, wie wenn das beintendet wäre. Also fünf Ohrstöpsel, drei Erschütterungswiderstand, drei Geologe, wie immer. Zwei Betäubungswiderstand, kritisch 10 Blocken, Bombardierer, Gesundheitsboost und schnell essen. Ja gut, wir werden nicht vergessen und ciao. Tschüss.